Gut, ich habe schon hingeschrieben, der Zusammenhang zwischen dem, was wir bisher kennengelernt haben, zwischen Schnittpunkten linearer Funktionen und dem sogenannten Gleichungssysteme lösen. Das ist ein Thema aus der 9. Ich greife insofern vor, dass ich sage, eigentlich können wir das schon. Nochmal ganz schnell zu Schnittpunkten. X und Y, f von x ist das, g von x ist das und hier hat man einen Schnittpunkt. Und was haben wir an dieser Stelle? Was haben wir an dieser Stelle für Merkmale des Schnittpunktes? Genauso, hier haben f von x und g von x gleiche Werte, Funktionswerte. Und zwar, die x sind gleich und die y-Werte sind gleich. Und y. Die sind in diesem Fall, hier im Schnittpunktfall, sind die beide gleich. Das heißt, das ist da beim Schnittpunkt. Genau das ist da passiert. Das ist schön, das ist wichtig, das ist auch nützlich. So, wie haben wir das gemacht? Wie sind wir rein rechnerisch an so ein System rangegangen? Ich schreibe mal schnell in der Pause zwei Funktionen auf. Wir haben hier also zwei Funktionen, die könnten so und so heißen. F von x ist das, g von x ist das. Wie gehen wir jetzt bei? Wir hatten gesagt, wir müssen die beiden gleichsetzen. Gleichsetzen, weil wir ja die Erkenntnis hatten, dass f von x gleich g von x ist. Das heißt, hier habe ich den Punkt, hier an der Stelle, habe ich den y-Wert und hier habe ich den x-Wert. Und y ist gleich f von x beziehungsweise gleich g von x. Das ist an der Stelle hier wertmäßig so. Das ist der y-Wert. Und der x-Wert ist in beiden Fällen auch gleich. Wir haben aber gesagt, wir sagen f von x und g von x, die setzen wir deswegen gleich. So, technische Fragen sind geklärt. Jetzt geht es also um f von x und gleich g von x. Das heißt, wir hatten ganz einfach geschrieben, wenn f von x gleich g von x ist, bedeutet das, ne, dass dieser Umstand bedeutet, f von x ist das Wert und g von x ist das Wert und das ist beides gleich. Hier gibt es eine Frage. Okay, also ich schreibe demzufolge, ich mache es wieder farbig, x plus 2, ne, das ist f von x Wert an der Stelle, ist gleich, jetzt mache ich mal, ohne die Farbe zu wechseln, minus x plus 4. Jetzt rechnen wir das schnell aus, in der Zeit mache ich Pause. Gut, jetzt haben wir den x-Wert des Ganzen ausgerechnet, indem wir die y-Werte beide gleichgesetzt haben. Wie man jetzt an das y rankommt, ist leicht, denn da haben wir gesagt, wir setzen dieses x in eine Gleichung ein, und zwar in die uns am besten passt, in die erste, na klar. Wir sagen f von xs, nämlich 1, ist gleich, jetzt setzen wir dafür 1 ein, plus 2. Demzufolge müsste das 3 ergeben. Wenn man jetzt misstrauisch ist und sagt, das mache ich nochmal per Probe, dann sagt man, na gut, g von 1 ist gleich minus 1 plus 4 und man sieht, das ist das Gleiche. Okay, bis dahin. So, das heißt also, wir haben es mit beiden probiert und mit beiden funktioniert es. Jetzt zeige ich euch mal was Schlimmes. Nehmen wir mal an, wir befinden uns in der 9. Klasse und ich sage, gegeben sind folgende Gleichungen. Die erste heißt, ich mache mal eine römisch 1 davor, damit wir es besser ordnen können. 4x plus 5 ist gleich y und die zweite heißt 3x minus 6 ist y. Gesucht ist x und y. X und y auch. Wie gehen wir da ran? Ja. Meine Frage war rhetorischer Art und trotzdem wurde sie beantwortet. Wie gehen wir da ran? Ganz normal. Na klar. So wie bisher auch. Ganz normal. Das heißt, wir machen nichts anderes, als dass wir sagen, naja komm, 4x plus 5 ist y wert und das ist auch y wert. Naja, dann sagen wir, die erste ist gleich der zweiten Gleichung. Man macht das gerne so, damit man dann hinterher nicht durcheinander kommt. Man kann nämlich auch Gleichungen umformen und ineinander einsetzen und so weiter. Werden wir dann gleich sehen. Und dann sieht das wie folgt aus. Also nochmal zur Wiederholung des Wortes, ich werde das nicht von euch direkt fordern. Ihr könnt es aber schon. Das bloß mal nebenbei. Ja.
Also, erste ist gleich der zweiten Gleichung. Jetzt muss ich natürlich das Gleichheitszeichen ein bisschen verschieben eventuell. Das heißt, die erste heißt 4x plus 5 ist gleich 3x minus 6. Ja, wie geht man vor? Wie üblich. Jetzt mache ich eine Pause dafür. Pure Technik, ne? Auf einen Schlag gleich minus 3x, weil das weniger x sind, und minus 5, damit die 5 verschwindet, ergibt dann x ist minus 11. Und wie errechne ich y? Naja, y ist gleich, und jetzt sage ich meinetwegen, welche ist ein schwerer? Ach, ist egal, wir nehmen mal die erste. In die erste eingesetzt, y ist gleich 4 mal minus 11. Na, jetzt setze ich das hier ein als x. Ich schreibe die Gleichung ab und setze das, was ich gefunden habe dafür, und dann plus 5, und dann werden wir rauskriegen, y ist also minus 44 plus 5, minus 44, ergibt das hier. Und das ist plus 5. Und demzufolge ist der y-Wert, also y ist gleich, oh, das ist zu schwer, minus 39. Ist doch egal, was rauskommt. Es kommt, mit unseren Techniken können wir umgehen und wir können mittlerweile Gleichungssysteme lesen. Noch einen kleinen Ausblick, was dann später noch kommt und was man eventuell gar nicht brauchen wird. Nehmen wir mal an, es ist Folgendes gegeben. Gleichung 1. X plus 5y ist gleich 0. Ich lasse mir irgendwas Blödes einfallen jetzt. Und die andere heißt 7y minus 4 ist gleich x. Was gibt's jetzt für eine Idee? Moment. Ganz genau. Wunderschön. X, hier, das X ist das Wert. Ja, hier steht auch ein X. Na und? Dann verknüpfe ich eben die beiden Gleichungen. Dann sage ich, und damit es besser sichtbar ist später, wie gesagt, wir werden noch andere Gleichungssysteme lösen, damit man nicht durcheinander kommt, sagt man, man setzt die zweite in die erste ein. So, machen wir das mal. Statt dieses Xs schreiben wir das Gelbe hier. Also schreiben wir 7y minus 4, jetzt schreiben wir weiter ab, plus... Weiter abschreiben meine ich, machen wir das. Jetzt kommt das hier. Ab jetzt das, ne? Jetzt schreiben wir plus 5y ist gleich 0. Wir haben nur abgeschrieben. Und hier das Gelbe, das war das eingesetzt. Das war das x. Das, was x wert ist. In der zweiten. Naja, das Schicke ist bei der ganzen Sache nämlich, ich habe jetzt nur noch y. Erster Schritt zusammenfassen, ne? Oder habe ich einen Fehler gemacht? Mal sehen. Ich meinte mit, ist ja schick, wir haben ja nur noch y. Wir haben nur noch eine Variable in der Gleichung. Eine Gleichung mit einer Variable kann man lösen. Gleichung mit zwei Variablen, da wissen wir nicht. Ne? Ist x das Wert, y das Wert? Und dementsprechend könnte man es ja ausmitzeln. Aber so wollte ich nicht rangehen, sondern ich wollte euch zeigen, dass es später leicht wird. Und wenn man dann aufpasst, wird man es auch hinkriegen. Mhm. Fassen wir mal zusammen. 7y und 5y sind 12. Na, 12y minus 4 ist gleich 0. Rüber mit der 4, plus 4. 12y ist gleich 4. Naja, durch 12. Und y ist demzufolge ein Drittel. Fertig. So schnell kann man dann Gleichungssysteme lösen. Halt! Jetzt müssen wir noch sagen, wie viel ist denn dann x-Wert? Moment, Pause. So wie wir vorhin gesagt haben, jetzt haben wir erstmal x raus und setzen das x dann in eine Gleichung, die y ist gleich heißt, ein, um y rauszufinden, machen wir es jetzt umgekehrt. Jetzt haben wir zuerst eben y rausgekriegt, voll geil. Jetzt kommt noch der x-Wert und jetzt nehmen wir natürlich nicht erst diese Gleichung und stellen sie um, dann wären wir ja blöd. Das können wir als Probe machen, ne? Sondern wir können sagen, diese Gleichung, die schnappen wir uns direkt und sagen, x ist gleich, ich schreibe es mal andersrum hin, 7 mal, und jetzt kommt das ein Drittel, was ich hier rausgefunden habe. Warte mal, ich mache das mal jetzt hellgrün. Y ist das Wert, ne? Y ist das Wert. Und das setze ich hier ein, was ich gefunden habe. Ist das schön farbig zu malen. 7 mal ein Drittel minus 4 das war es. Gut, da sind wir schon fertig. Das ist 7 Drittel minus 4. X ist gleich 7 Drittel minus 4. Und statt der minus 4 schreibe ich jetzt, wie viele Drittel das sind? 12 Drittel. Ne? Minus 12 Drittel. 4 Ganze sind 12 Drittel. Demzufolge muss x dann 7 minus 5 Drittel sein. Wie man rauskriegt, ob es richtig ist? Ganz einfach, indem man die Probe macht und hier oben und hier unten einsetzt. Oder nur in einer einsetzt. Besser ist in zwei. Also Probe heißt bloß einsetzen. Darauf verzichte ich jetzt. Einsetzen in
originale Gleichung. Leichter geht's nicht. So leicht kann man Gleichungssysteme lösen. Es gibt noch andere Varianten, aber das können wir dann gleich ausbaldowern, wie es noch geht. Ich gehe jetzt, oder das machen wir später nochmal, noch in andere Geschichten rein. Da gibt es noch andere Verfahren, wie man das schneller machen kann, vielleicht noch leichter machen kann. Aber das funktioniert immer. Ich werde jetzt das Video abschließen und, oder wisst ihr was, für die anderen Klassen kann ich ja noch einen zweiten Teil machen. Achtung! An dieser Stelle mache ich erstmal bei diesem Video Schluss.